Hallo Freunde der virtuellen realistischen Landwirtschaft und herzlich willkommen zurück zu Holzmap mit Story Holzmap am Tegernsee. Wir sind wieder zurück. Wir sind wieder da. In der letzten Folge haben wir eine Kleinigkeit gemacht und zwar haben wir Gülle gefahren und dann waren wir fertig mit Gülle fahren und dann war die Folge zu Ende. Ja, wir haben nicht viel geschafft in der letzten Folge so vergleichsweise, aber ja, ist nun mal so gewesen. Wir haben natürlich auch über aber und MMM und so weiter und so, also na, über so Floskeln, die man halt so sagt zwischen den Sätzen und die mir aufgefallen sind, dass ich ganz häufig verwendet rede. Und natürlich haben einige, wie schon vermutet, in den Kommentaren geschrieben, ja, jetzt wo ich es sage, fällt es auch auf. Es tut mir leid, vielleicht hätte ich nicht drüber reden sollen. Aber, wenn ich nicht drüber geredet hätte, hätte ich es jetzt wahrscheinlich schon wieder vergessen. Aber kaum habe ich angefangen aufzunehmen, habe ich es mir direkt wieder in den Kopf geholt. Das hilft halt einfach. Und deswegen werden wir jetzt mal gucken, ob wir das diese Folge wieder ein bisschen besser hinbekommen. Jemand hat das auch irgendwie gezählt und ich habe in den ersten 5 Minuten schon wieder 30 Mal M gesagt in der letzten Folge oder sowas. Ja, wir versuchen das mal ein bisschen einzudämmen, auch in dieser Folge. Zurück zum eigentlichen Thema. Wir haben hier Schläuche dran gebaut. Ja, jetzt habe ich schon wieder gesagt, schlimm ist das. Frontlader, ich möchte den Frontlader dran haben. Wir hatten hier, habe ich ja gesagt, hier war ja so ein Schleifverschluss dran und den hat der Händler aber behalten, weil das mit unserem Frontlader sowieso nicht gepasst hätte, weil wir ja keinen Schleifverschluss am Frontlader dran hätten und hätten wir dafür einen Schleifverschluss kaufen müssen und das sind schweineteuer, diese Dinger. Und ja, das habe ich schon wieder gesagt. Meine Güte, ist das schlimm. Zurück zum Thema. Wir haben jetzt hier die Frontlader-Schläuche dran und zwar habe ich einfach vom Eiger abmontiert, na abgeflext, die habe ich ja da im Rahmen damals dran geschweißt, einfach abgeflext und hier dran geschweißt. Ist jetzt nur so ein bisschen dran gepunktet, ne? Ist jetzt auch nicht wirklich neu lackiert oder sonst irgendwas, sind schon diergrün. Ich habe nicht mal die Schläuche hier losgeschraubt. Ich habe das tatsächlich so abgekriegt, bin dann mit der Trennscheibe dahinter gekommen. War auch am Eichen nicht so wirklich festgeschweißt, ne? Waren nur 2 Schweißpunkte unten, 2 oben und oben. 2 unten, 2 oben. Ne? So ein bisschen längere Nahtpunkte, schon eine kurze Naht, aber halt nicht richtig fest. Und das habe ich gut abbekommen und deswegen habe ich es jetzt hier auch wieder nur festgepunktet, mehr oder weniger. Liegt jetzt auch hier nicht ganz so ideal, liegt hier so ein bisschen, das haben wir hier zeitlich hingepunktet, weil das halt für diese Konsole so gar nicht gedacht war. Ich bin mir auch nicht ganz sicher von der Höhe her. Eigentlich hätten sie vielleicht höher müssen, aber die Schläuche waren nicht so lang. Ich muss hier an allem vorbeikommen. Und die sind jetzt hinten mit dran montiert an den Zusatzsteuergeräten. Das heißt, die Bedienung von dem Frontlader wird jetzt sehr eigenwillig, weil, na, ihr seht das, wir haben hier keinen Joystick oder sowas. Wir bedienen jetzt dann tatsächlich den Frontlader hier mit den Steuergeräten. Und das wird ein Spaß. Ja, aber ist ja mal besser als kein Frontlader. Wir werden hier definitiv dann uns einen Joystick, ne, so war ja ursprünglich der Gedanke, dass wir uns hier einen Joystick besorgen, dass wir dann hier unten, ne, das so ein Steuergerät vom Joystick hinmachen, wo eben der Joystick dann mit dem Seilzug hinkommt und dann von da aus die Leitung weglegen und das dann aber hier klassisch bei unseren 6 einzelnen Steckern lassen, weil, wie gesagt, so ein kompletter 6-schlauchiger Schnellverschluss von Stoll ist nicht billig. Und darum war das der Plan. Aber jetzt habe ich es erstmal hinten angeschlossen quasi. Ne? Die Schläuche waren gerade so lang genug, dass das gereicht hat vom Eicher. Weil ich jetzt einfach den Frontlader hier mal dran machen möchte und mal ausprobieren möchte, ob das überhaupt von der Größe her passt. Und aber, weil ich Mist laden möchte. Ne? Wir haben ja unten noch eine ganze Menge Mist. So, machen wir eben den Motor an. Warum ist das so leise? Ach, das ist nur bei mir so leise. Oder ist es bei euch auch so leise? Jedenfalls fahren wir jetzt hier mal ein Stückchen beiseite. Und stellen meine Schleppe hier erstmal weg, weil wir den ZT jetzt rausholen müssen. Der ist ja immer noch nicht abgeholt. Ne? Ich hoffe jetzt sehr drauf, dass das vollends klappt. Ich habe fast so ein bisschen die Befürchtung, ne? Es ist ja eine Ware gegen Geld. Ich habe fast ein bisschen die Befürchtung. Oh, halt, stopp. Erst durch Tür zu hier. Ey, das wäre eng gewesen. Wär fies gewesen. Gleich die neue Tür kaputt machen. Was heißt neue Tür? Aber dann vom neuen Schlepper die Tür. Ich habe so ein bisschen die Vermutung, dass der neue Besitzer vom ZT, ne, wir haben schon Vorkaufvertrag gemacht und so weiter, das ist alles in trockenen Tüchern. Ich bin mir sicher, dass er den auch nimmt. Er wollte den ja auch schon so lange. Aber ich habe fast ein bisschen die Vermutung, dass er das noch ein bisschen rauszögert, weil er vielleicht selbst das Bargeld noch nicht beisammen hat. Könnte ich mir so ein bisschen vorstellen, weil ich habe da mal angerufen, gefragt, wann er den holten, hat er auch so ein bisschen rumgedruckt und von wegen, ne, keine Zeit und macht schon noch und so. Aber okay, ich möchte jetzt auch keinen Stress machen, ne? Wir kriegen das zur Not auch irgendwie hin, wenn die Rechnung für unseren Schlepper schon kommt, bevor wir den ZT weg haben. Das kriegen wir auch gebacken, aber es wäre natürlich schön. Wäre natürlich schön, wenn es nicht darauf hinauslaufen würde. Jetzt fahren wir den erstmal hier beiseite. Und dann fängt der große Spaß an. Wir müssen nämlich jetzt hier beim Eicher den Frontlader abmontieren und der Eicher, den kann man ja nicht fahren. Das heißt, der Gedanke ist jetzt, Mist, wie mache ich das? Weil, ja, ich kann den Motor nicht mal anmachen. Das heißt, ich kann da nicht mal Druck auf die Hydraulik geben oder sonst irgendwas. Ich habe die damals extra absichtlich hier so hingestellt, wie sie jetzt ist. Und
Ja, ich hatte Glück, dass ich hier überhaupt die Schläuche gelöst bekommen habe mit dem Druck drauf. Aber ne, die Schaufel hier steht wirklich in einem fast perfekten Winkel senkrecht runter, sodass da nicht wirklich, ne, selbst wenn jetzt kein Druck mehr drauf wäre, ne, die Verschlüsse machen ja dicht, aber selbst wenn jetzt da offen wäre, wird der von lange nicht weiter absinken. Das heißt, der Plan ist jetzt folgender. Wir werden jetzt hier die Stützen ausklappen. Dann werde ich die Bremse beim Eicher lösen und dann wird er wahrscheinlich nicht von alleine rollen. Dann müssen wir wahrscheinlich hier mit einer Abschleppstange oder so von hier hinten dran ziehen. Dann werden wir den so weit ziehen, bis quasi, ja gut, stimmt, es ist ja Druck drauf. Ne? Ich muss hier irgendwo lösen, weil jetzt ist ja Druck auf den Leitungen. Ich muss hier an den Zylinder, muss ich die Auto vorne in die Verbindung. Jedenfalls irgendwas muss ich lösen am Frontlader, dass der Druck runter ist. Und dann werden wir auf die Art und Weise den Eichen ein Stück zurückrollen und dann müsste das hier über die Schaufel abrollen und dann müsste der Frontlader auf seinen Stützen stehen. Das müsste hinhauen und dann müssen wir natürlich hier hinten aufmachen und rausfahren. Das müsste soweit klappen. Wie gesagt, wir ziehen den dann einfach mit der Abschleppstange ein Stück nach hinten und dann sollte der Frontlader hier frei stehen. Dann ist nur die Frage, wie wir dann drankommen. Wir haben ja zum Glück den Hoflader. Wir können eventuell mit dem Hoflader den Frontlader hinten ein bisschen anheben, ein bisschen schräg stellen oder so, dass wir das irgendwie hinbekommen. Das werde ich jetzt mal machen. Ich denke mal, ich werde nichts davon filmen können, weil ja, ich werde hier mal gleich meine Frau hier mit einbeziehen. Aber dennoch ist es natürlich ein bisschen blöd mit Kamera und so weiter dann, weil das wird jetzt, glaube ich, nicht ganz einfach. Wir probieren es einfach mal. So, das Ganze war jetzt doch einfacher als gedacht. Wir haben mit dem kleinen Eiche hier an eine Kette dran und hier einfach zurückgezogen. Natürlich war hier der Winkel dann ziemlich steil am Ende. Deswegen haben wir jetzt hier auch nicht mehr weitergezogen, weil das jetzt hier nicht mehr wirklich geklappt hat. Das heißt, wir haben den großen jetzt so weit zurückbekommen. Das mit dem Abbau wunderbar funktioniert. Wir haben erst die Stützen ausgebaut und haben dann, wie gesagt, einfach langsam zurückgezogen. Dann ist er hier automatisch runtergefallen. Ich muss natürlich hier vorne die Schrauben ein bisschen anlösen, dass der Druck hier rausgekommen ist. Und ja, jetzt steht der Frontlader hier. Jetzt ist nur die Frage, wie wir hier. Ich glaube nicht, dass wir hier mit dem Tronny so reinkommen. Jetzt müssen wir mal gucken, ob ich eventuell. Ja, nee, ich glaube, ich komme auch hier nicht durch. Ne? Das ist zu eng. Entweder wir räumen hier vorne dieses ganze Gedöns hier weg, dass wir hier ne, die Sämaschine beiseite schaffen und die Rundballenpresse, dass ich hier von vorne herfahren kann, dann könnte es eventuell klappen. Oder aber ich versuche das hier mit dem Hoflader irgendwie ein bisschen hier den Frontlader hinten an Ketten anzuheben. Oder einfach mal mit der Gabel ein bisschen anheben und den irgendwie hier zu drehen. Das werden wir jetzt mal gemeinsam versuchen, ob wir den irgendwie gedreht kriegen. Ohne dass er dabei über die Stützen runterkippt. Das ist ja immer so ein bisschen die Sorge bei sowas. So. Ah, wir hatten hier die Kiste so blöd hingestellt. So, zum Glück haben wir hier eine schöne Knicklenkung. Jetzt probieren wir das einfach mal, ob das funktioniert. Dass wir den hier irgendwie rumgedreht kriegen. Ist natürlich hier auch platzmäßig schon ein bisschen eng für all das, ne, auch für das Rumdrehen. Aber jetzt schauen wir mal. Könnte schon funktionieren. Ah, das könnte schon funktionieren, ne? Wenn ich den jetzt hier anpacke. Dann müssen wir ein bisschen so. Gerade mit der Gabel drunter, jawohl. Wenn ich jetzt hier ein bisschen vorwärts gehe, was dann wohl passiert. Jetzt ist auch wieder Druck drauf, ne? Ich habe die Schläuche wieder angezogen, sonst würde das jetzt hier alles zusammenklappen. Also Druck ist jetzt in der Luft drin, das heißt, es wackelt alles ein bisschen und bewegt sich alles ein bisschen. Ah, oh, okay, das ist schon mal nicht schlecht. Was ist jetzt los? Hat. Wann will der im Ausfahren? Jetzt. Irgendwie war das gerade hier ein bisschen merkwürdig. Was ist los mit meinem Avant? Irgendwie. Jetzt geht's wieder. Komisch. Als hätte der Joystick ein bisschen rumgezickt, ne? Aufpassen, dass die Dinge hier nirgendwo reingehen. Schieben wir den hier nochmal so ein bisschen um die Ecke. Schauen wir mal, ob wir das hinkriegen. Aber das könnte funktionieren. Wir müssen hier nur ein bisschen vorsichtig sein. Dass wir hier nicht am Zylinder schieben, ne, sondern am Rahmen. Dann sollte das tatsächlich von uns hinhauen. Halt echt vorsichtig sein, ne, dass das Ding nicht überkippt, aber zum Glück liegt das schön breit auf der Schaufel auf. Oh, das ist jetzt schon mal nicht schlecht. Wenn wir jetzt hier noch schaffen würden, den vorne an der Schaufel zu packen und nochmal ein bisschen zu drehen, dann wäre das für uns perfekt. Ich glaube, das funktioniert. Ich glaube echt, dass das funktioniert. Oh, na, dann packen wir hier eine Schaufel. Jetzt ziehen wir da so ein bisschen. Ja. Okay, nicht so wirklich. Ja. Ganz vorne an der Spitze ziehen. Jawohl. Schon besser. Noch mal ein bisschen gepackt kriegen.
Ja. Eventuell können wir auch das Knickgelenk einfach dafür verwenden, um hier nochmal ein bisschen nachzuhelfen. Ja. Nicht so wirklich. Nope. Was wir allerdings machen können, ist hier den ganzen Hochlader nochmal ein bisschen anders positionieren. Ah, das war jetzt eigentlich nicht das, was ich wollte. Das ist schon eher das, was ich wollte. Oh, wei. Das war das Rad von der Seemaschine. Ja, ich stehe jetzt so gar nicht so schlecht, aber ich glaube, da komme ich trotzdem noch nicht ganz reingefahren. Muss ja noch ein bisschen verschieben. Probieren wir das mal hier von der Seite. Wenn ich jetzt hier da oben so ein bisschen dagegen packe. Ja. Ist eher in diese Richtung. Ah, der will halt auch in so einem, der Boden ist zwar schon ziemlich eben, aber da will er nicht so richtig, ne? Da will er, hängt er immer so ein bisschen an den Pflasterstein. Müsste den jetzt nur hier so außen an dieser Ecke nochmal ein bisschen packen. Ja, jetzt ist perfekt. Ha, jetzt ist gut. Jetzt hoffe ich nur, dass ich vorne mit dem Vorderrad hier vorbeikomme. Wir lassen jetzt gerade mal den Hochlader hier so stehen. Falls wir den nicht nochmal dran müssen, jetzt probieren wir das mal, ob das klappt. Habe ich vorhin gesagt, was ich sagen wollte? Ich weiß gar nicht, ob ich das gesagt habe, was ich sagen wollte. Und zwar, dass wir mit dem Miststreuer, beziehungsweise nicht mit dem Miststreuer, sondern unseren Mistanhänger beladen wollen. Weil wir haben ja noch Mist, einige Mist übrig und den wollen wir jetzt erstmal da unten wegbekommen. Und ja. Genau, und da habe ich gedacht, da wäre es so praktisch, wenn wir es mit dem Frontlader machen. Da kommen wir besser, viel besser auf den Anhänger drauf, als mit dem Hochlader. Und das war immer so ein bisschen ganz knapp auf den Anhänger drauf und dachte ich mir, mit dem Frontlader tun wir uns leichter und das wäre doch jetzt ein guter Zeitpunkt, um da mal hier herzugehen und hier ich glaube, das passt so, könnte passen in diesem Teil eventuell. Ah, wir kommen tatsächlich dran vorbei. Passt. Perfekt. So, noch ein bisschen vor. Eins mehr. Ja. Ah, ganz mit diesem noch nicht. Moment. Mist, jetzt hängen wir hier in diesem Teilding mit dem Rad. Hätte ich auch passen müssen. Da hätte ich auch passen müssen. Aber ich glaube, so funktioniert's. So kommt so ein Zint. Ja. Beziehungsweise, ne? Müssen eigentlich erst. In der Realität würden wir erst die Schläuche festmachen und dann das Teil hier einfahren. Okay, die Schläuche wollen nicht. Warum wollen die Schläuche nicht? Was habe ich hier falsch gemacht? Ich habe eine Idee. Einen Moment. So, die Schläuche sind dran. Ja, ist nicht ganz ideal. Wir kommen jetzt hier ziemlich dicht dran. Da zieht es fast ein bisschen lang, weil wir hier ein bisschen zu tief hängen. Das ist jetzt nicht alles so nicht perfekt, aber es funktioniert. Und was natürlich auch funktioniert, was ich vorher aber extra abgemessen habe, ist, dass die Unterlenkerarme hier zwischendurch passen. Das ist zwar nicht viel Platz, aber wir kommen hier dran vorbei. Ihr seht, dass das streift nichts, wenn ich jetzt hier die Schaufel hochmache. Müssen wir auch gleich mal gucken, da funktioniert alles. Der Frontlader ganz runter machen, ne, sodass quasi die Schläuche hier dran kommen. Dann wird es eng. Da wird es jetzt hier wirklich eng mit den Schläuchen hier. Da geht, glaube ich, nicht mehr mehr. Ich bin mir nicht ganz sicher, wenn ich hier. Doch, noch berührt nichts. Ne, ihr seht das, wenn ich hier gucke, da ist immer noch ein Spalt. Aber ich muss echt aufpassen, weil die Unterlenkerarme ja hier so ein bisschen nach außen gehen. Wenn ich den hier wirklich ganz ablasse, ohne irgendwas dran, dann muss ich echt aufpassen, dann könnte ich hier eventuell mir diese Schläuche verbiegen. Aber ansonsten, hier auf der anderen Seite ist genug Platz. Da sieht man nicht so ganz, aber hier ist genug Platz. So sieht man es gut. Das geht auf jeden Fall. Und von daher, ja, alles gut. Und wir können tatsächlich eine Frontlader bedienen. Es ist ein bisschen lustig, den hier über die Zusatzsteuergeräte zu bedienen, aber es funktioniert. Jetzt versuchen wir mal, ob wir überhaupt wieder rauskommen. Halt, Handbremse sollte man schon lösen. Hier an dieser Gabel vorbei, die hat sich jetzt hier irgendwie eingehakt bei uns. An der Treppe oder so, ja doch, das geht. Hier vorne wird es auch eng. Doch, es klappt, wir kommen hier raus. Oder auch nicht. Können natürlich hier auch ein bisschen anheben. Jetzt müssen wir mal gucken, ob wir hier gerade zur Sicherheit die Tür hier zumachen. So. Perfekt, wir haben hier einen Frontladerschlepper, liebe Leute. Wir sind soweit, wir haben einen Frontladerschlepper. Ach, ist das nicht herrlich. Und der Frontlader passt ja auch gar nicht so schlecht dran. Ich hatte erst Befürchtung, dass er ein bisschen klein ist da dran, aber er passt eigentlich gar nicht so schlecht dran. Das passt doch. Passt ziemlich gut. Oh, das war ein bisschen heftig. So. Gehen wir mal gerade runter zum Mist und probieren das mal direkt. Wobei wir natürlich dann auch gleich mit der Mistgabel arbeiten können. Die ist natürlich besser geeignet für das, was wir heute vorhaben. Weil, na, der Mist ist ja relativ frisch und wir hatten ja mit der Schaufel im letzten Dings Probleme schon. Aber ohne Hochkippschaufel ging es ja gar nicht mit dem Hochlader. Von daher schauen wir mal, ob das hier so funktioniert. Ah, perfekt.
Perfekt. Ha, sehr schön. Jawohl, gut. Das ist schon mal sehr schön. Jetzt werden wir mal den Eiche hier an den Anhänger hängen. Beziehungsweise halt, wir werden jetzt hier erstmal die Mistgabel anhängen. Das bedeutet, wir können die Schaufel jetzt hier loswerden. Wo werden wir die Schaufel los? Wo packen wir die jetzt am besten hin? Müssen wir mal gucken. Packen wir mal dahin. So, packen wir die Schaufel mal dahin. Ah. Perfekt. Ah, jetzt ist es ja natürlich ein bisschen eng. Bisschen sehr eng sogar. Doch, das können die hinhauen. Wir ein bisschen basteln, dass es hier hinhaut. Halt, so, ein bisschen hinhauen, so. Ah. Ah. Man will noch nicht so ganz. Ich glaube, wir müssen sie erst versuchen aufzustellen, dass es geht. Jawohl. Wieder ein Problem. Jawohl, jetzt geht nämlich. Perfekt. So. Ha, wir haben sie dran. Sehr schön. Wir müssen hier aufpassen, dass wir hier... Jetzt haben wir uns hier ein bisschen festgefahren, glaube ich. Zwischen diesen Sachen hier und diesen Sachen hier. Ganz knapp hier am Gruber vorbei. Ach, da ist ja auch noch Mist drin im Mistanhänger. Das habe ich ja ganz vergessen. Wo wollten wir denn noch Mist streuen? Oh, stecken wir mal wieder rein, ne? Auch mal schöne Perspektive hier. Ach, ist das schön. Macht natürlich auch bestimmt Spaß hier mit dem Reverser, ne? Wobei ich wahrscheinlich trotzdem die Kupplung treten muss, beziehungsweise den Reverser in Neutralstellung bringen muss. Regelmäßig, weil ne, man will ja auch hier anhalten. Aber wir probieren das mal. Wir schalten jetzt immer einen Gang zurück. Sind wir eine Gruppe, fahren hier rein und dann fahren wir hier direkt wieder raus. Ha, perfekt. Ha, ja klar, warum nicht, ne? So, jetzt müssen wir nur gucken, dass wir hier den Anhänger ein bisschen besser positionieren. Ja, jetzt holen wir erstmal den Eicher und werden den Anhänger ein bisschen besser positionieren. So. Ja, das ist doch, ist kein schlechtes Gespann, ne? Ist kein schlechtes Gespann, das haut schon hin. Da ist es nicht ganz perfekt, aber für den Moment ist es auf jeden Fall gut. Definitiv. So, wie gesagt, wir werden jetzt erstmal den kleinen Eiche holen und werden nochmal hier da anhängen. Und ja, dann machen wir das, ne? Dass wir den bisschen Mist wegfahren. Ah, doch, machen wir jetzt. Ich habe gerade gedacht, ob wir ihn nicht erst hier aufräumen, aber nee, wir schaffen jetzt was. Jetzt wird er auch so schnell wieder Abend. Kann man dann immer noch aufräumen. Wobei man das eigentlich auch nicht macht. Ihr kennt das ja von mir, ne? So, na komm, geh an. So, was soll ich sagen? Machen wir Zeitraffaufnahme? Ja, wir machen Zeitraffaufnahme, ne? Sonst ist. Ja, machen wir so. Ich würde mal sagen, viel Spaß mit der Zeitraffaufnahme. Bis gleich.
Schwierigkeiten, Schwierigkeiten. Schwierigkeiten, große. Ja, irgendwie kann das ja eigentlich auch nicht sein hier. Ich meine, so steil ist das jetzt hier ja auch nicht. Gut, der Anhänger, der ist ja schwer. Aber. Ja, weiß nicht. Wir gucken mal gerade. Okay, ja, gut. Der Anhänger wiegt 12 Tonnen. Ja gut, das ist natürlich eine ganze Menge. Beladen. Das ist ein bisschen schwer. Vielleicht ist der Mist auch ein bisschen zu schwer gemacht mit den realistischen Ladegewichten. 12 Tonnen ist natürlich ein bisschen viel, von dem kleinen Eich hier gezogen zu werden. Ja gut, ne? Ich meine, der Mist ist ja auch schon ein bisschen abgelagert, aber gut, der ist natürlich jetzt hier wahrscheinlich so nass wie frischer Mist. Das ist natürlich nicht ganz so ideal. Wie machen wir das jetzt dann am besten? Versuchen wir mal hier umzudrehen. Ah. Hab ich wieder verbockt mit dem Rangieren, aber wir kriegen es trotzdem hin. Dann fahren wir wieder runter. Wir haben trotzdem, ich weiß nicht, ne, mit 12 Tonnen auf dem Kies. Ah gut, Kies könnte man schon durchdrehen mit 12 Tonnen, wenn man da versucht anzufahren an so einem Berg. Vor allem, wenn der Schlepper vergleichsweise leicht ist und der Schlepper nur 4 Tonnen wiegt. Ich weiß es nicht. Könnt ihr mir mal in die Kommentare sagen. Ob das so passt oder nicht. Jetzt werden wir jedenfalls den Anhänger wieder leer machen und ich weiß, er ist auch ein bisschen zu voll. Ne? Mit nassem Mist sollte man so einen Kipper nicht so voll machen, da biegt er die Bordwände raus. Das ist auch ein bisschen grenzwertig. Aber wie gesagt, da liegt er auch schon ein bisschen länger da und dachte eigentlich, der war so ein bisschen abgetrocknet und nicht mehr ganz so schwer. Aber habe ich mich wohl ein bisschen verschätzt mit dem Mist. Na gut, wir geben den jetzt trotzdem ab. Der letzten beiden Anhänger habe ich glaube ich nicht ganz voll gemacht. War vielleicht auch ein bisschen schlauer so. Ich wollte voll fertig werden. Ich habe immer noch so einen großen Berg, obwohl ich schon so viel drauf geschaufelt habe. Ja. Was ich mir gedacht habe, komm, beeilst du dich ein bisschen, mach's richtig voll. Das wäre nicht die allerbeste Idee. Wir versuchen es jetzt trotzdem hier vor uns abzukippen. Und ja, dann schauen wir mal, ob wir nicht. Ob wir gleich nochmal eine Portion machen. Eigentlich müssen wir gleich noch eine Portion machen. Okay, was ist jetzt los? Jetzt hier auf dem Gras kriegen wir den gar nicht mehr bewegt. Ja, eindeutig. Jo, wir drehen durch. Da brauchen wir Allrad. Heftig. Heftig, heftig, heftig. Ja gut, dann kippen wir einfach mal da ab. Wo wir jetzt gerade stehen. Bisschen Gas, was er auch zügig geht. Ah, den nächsten machen wir definitiv nicht mehr so voll. Das war ein bisschen viel. Jetzt ist die Frage, ob wir rumkommen. Nö, natürlich nicht. Müssen wir ein Stückchen zurück. Da. Ja, wie gesagt, den nächsten machen wir nicht mehr so voll, das war ein bisschen heftig. Aber wir müssen ja noch ein bisschen weiter laden, wir haben noch ein bisschen was vor uns, bis der Berg vor uns weg ist und wir müssen noch mal gucken, dass wir da wirklich Platz kriegen. Wobei so langsam können wir auch sagen, können wir es gut sein lassen. Dann können wir dann auch, wenn wir tatsächlich Mist fahren, hier direkt von dort nehmen, theoretisch dann. Der andere darf dann noch ein bisschen länger lagern. Aber komm, wir machen noch einen Anhänger voll. Machen wir das noch schnell. Ja, auch einen Anhänger machen wir noch. Und ich würde mal sagen, wir machen auch nochmal eine Zeitrafferaufnahme. Und wir sehen uns dann gleich wieder nach der Zeitrafferaufnahme, beziehungsweise, ja, bis gleich.
Ludele, jetzt bin ich mal gespannt, ne? Wir haben jetzt noch nicht ganz so viel reingeschmissen, aber es langt wahrscheinlich schon wieder. Fahren wir den Anhänger von uns weg. Und dann lassen wir es auch erstmal für den Moment gut sein. Ich habe schon beim letzten Mal gesagt, als wir Mist gefahren haben, dass wir da eventuell meinen Schwiegervater mal damit beauftragen können, hier eine Runde Mist zu fahren. Dass wir das nicht alles machen müssen. Ja. Ist halt auch so eine perfekte Aufgabe für ihn, weil er kommt und geht ja, wann er will. Und ja, kann er dann einfach mal irgendwann zwischendrin machen. Da ist er nicht auf andere angewiesen oder sonst irgendwas. Kann einfach mal Bock hat, hier mal Anhänger voll wegfahren und dann vielleicht wieder nicht mehr oder ja, je nachdem von daher. Ich glaube, das ist eine Aufgabe, die ist wie zugeschnitten für ihn, perfekt. Und deswegen, ja, überlassen wir die ihm. Aber den Anhänger kippen wir jetzt hier vorhin raus und dann haben wir etwas zu tun, was wir eigentlich schon lange hätten tun sollen. Ja, ich musste euch nämlich ein ja, kleines Geheimnis verraten. Ja, die Kommentare sind so ein bisschen mehr geworden, ne? Der EA400, der steht jetzt da wohl für ewig und der ist wohl versteinert und sowas. Ist ein bisschen tatsächlich was Wahres dran. Ist was Wahres dran. Ne? Der steht jetzt da schon ziemlich lange, wir haben ja den EA400 für den ersten Schnitt, wo wir die Geräte rausgeräumt haben. Für den ersten Schnitt, für den zweiten Schnitt. Jedenfalls, wo wir jetzt hier kürzlich gemäht haben, haben wir ja die Geräte rausgeräumt und da haben wir mit dem EA400 den Anhänger rausgezogen und dann stand der da. Also ist auch schon ein bisschen her. Und ja, es hat noch nicht so viel geregnet, er hat also noch nicht so viel Wasser abgekriegt. Und so ein bisschen Wasser macht so eine Landmaschine ja auch nichts aus. Na, davon gehen die nie gleich kaputt, so ein bisschen Regen, das können die schon ab. Das ist alles halb so wild. Aber der Hauptgrund, warum der da immer noch steht, ist eigentlich ein ganz einfacher, simpler. Die Batterie ist leer. Die Batterie ist mausleer, da tut kein Mucks mehr. Ich weiß nicht, was da los ist, ob ich irgendwie ein Licht angelassen habe oder so. Dann hätte ich es in Gedanken ausgemacht, ne, weil wo ich ihn zum ersten Mal gestartet habe, ist mir, zum ersten Mal versucht habe zu starten, ist mir nicht aufgefallen, dass irgendwie ein Licht an wäre. Ne, das, da ist ja der Schlüssel dann ein Stück weit rumgedreht und ne, die Zündung war auch aus, ich habe den Schlüssel reingesteckt und mir ist ja nichts Besonderes aufgefallen. Von daher, entweder habe ich ganz in Gedanken den Schlüssel irgendwie rumgedreht oder so beim Reinstecken, oder ich weiß auch nicht, was da los ist, vielleicht ist auch einfach die Batterie schlecht. Jedenfalls ist die leer, tut nichts mehr. Und ja, das ist ein kleines Problem. Da können wir einfach mal ein Ladegerät dran claimen. Das Problem ist natürlich nur, das steht da drüben. So vergleichsweise weit weg vom Hof, ne, von der Scheune. Ich müsste dann erstmal ein langes Verlängerungskabel rüberlegen. Und da war ich bisher irgendwie einfach, ne, das stand auf der Prioritätenliste immer nicht ganz so weit oben. Dachte ich, ja, das mache ich später noch. Und dann ist es einfach nie was geworden. Und jetzt haben wir, ne, einige Tage sind vergangen. Einige. Und ja, ich krieg mal wieder das Rangieren nicht hin. Jedes Mal wegen diesem Schlagloch. Nach dem Schlagloch klappt es wunderbar, aber da verändert sich der Winkel von dem Anhänger einfach. Ein bisschen schade, weil die Federungen von den Anhängern einfach nicht richtig funktionieren. Dann sind die Dinge in der Luft und dann, ja, kann man die nicht richtig rangieren. Komm, wir lassen es bleiben. Was wollte ich sagen? Genau, ja, so habe ich das irgendwie von einem Tag auf den nächsten geschoben und ruckzuck vergeht halt eine Woche und zwei. Und dann steht die Kiste da immer noch. Wie gesagt, ich hätte einfach mal ein Ladegerät hinbringen müssen. Ich hätte auch einfach mal mit einem anderen Schlepper herfahren können. Und ne, mit einem Überbrückungskabel die Kiste anschmeißen, wäre auch kein Problem gewesen. Aber hätte ich halt auch mal machen müssen. Stand jetzt eben auf der Prioritätenliste nicht ganz so weit oben. Und ja, habe immer gedacht, da mache ich nachher noch. Und dann ist der Tag schon wieder vorbei. Und ihr wisst ja vielleicht, wie das ist. Ne? Und dann, aber die Kommentare, ihr habt natürlich recht. Der sollte jetzt nicht ewig da stehen. Und mir steht ja auch so weit vorne, ne, am Hof, ne, dass den mal jemand mitnimmt. Ich habe da zwar allgemein jetzt eher weniger Bedenken. Ne, der Hof ist ja hier. Es war relativ offen nach allen Richtungen und es steht ein Haufen Zeug rum, aber es ist auch das Haus vom Hof in der Mitte und ja, wir haben auch das Gästehaus drüben, wo ja auch jetzt dann wieder bewohnt ist und von daher ist ja hier doch immer ein bisschen was los auf dem Hof. Wir haben auch viele Tiere auf dem Hof, ne, die Pferde, die Kühe, die alle Geräusche machen und Krach machen, wenn irgendwann mitten in der Nacht jemand kommen würde und was mitnehmen wollte. Von daher habe ich da jetzt ganz, ganz kleine Bedenken eigentlich, nur dass da jemand was mitgehen lässt, deswegen steht hier auch wirklich immer viel im Weg rum. Den hier stellen wir jetzt auch hier mitten in den Weg rein. Ich versuche den jetzt hier an dem Gebüsch vorbeizuzerren. Dann ziehen wir den nämlich jetzt hier daneben dran und lassen den auch hier einfach mal erstmal stehen. Ja, aber wo wir jetzt hier eh schon in dem großen Eicher sind, werden wir jetzt hier mal mit dem gerade hier neben den anderen dran fahren und dann gibt es Überbrückungskabel und dann... So, na, komm schon. Hier genau, dann gibt es Überbrückungs... Huch, das hat jetzt keiner gesehen. So, da ist die Batterie bei dem hier unten, da kommen wir ein bisschen schlecht dran. Mano, passiert mir immer wieder, wenn ich die Tür von außen versuche aufzumachen, dass das zufällig in der gleichen Linie ist. So, jetzt waren wir damit mal da eben da drüben dagegen und Moment mal, wie machen wir das? Da drehen wir gerade kurz um. Dann holen wir schnell die Verlängerungskabel und dann machen wir die Kiste mal an, dass der hier nicht mehr steht.
Weil er natürlich vollkommen recht hat. Na, der muss hier nicht viel vorne stehen. Es war ein nettes Aushängeschild, war vielleicht nicht das schönste Aushängeschild, aber ein nettes Aushängeschild für den Hof, aber so ist es ja auch nicht gedacht. So, jetzt gucken wir mal gerade, dass wir hier die Augen aufmachen. Perfekt. Und wie gesagt, mal eben Verlängerungskabel holen und dann sollte das hoffentlich funktionieren. Ich hoffe mal, dass der Eicher genug Saft auf der Batterie hat. Geben wir vielleicht gleich ein bisschen mehr Gas. Dass wir die ist wirklich leer, die Eiche vom, die Batterie vom EA400. So, da haben wir die Verlängerungskabel. Die ist wirklich, wirklich mausleer. Da kann sein, das reicht gar nicht aus, aber wir probieren es mal. Arg viel braucht der auch nicht. Ne? Das ist ja relativ warm, das springt ja schnell an. Obwohl natürlich der Motor, ne, auf einem Zylinder die Kompression wegen dem verbundenen Ventil nicht die beste ist. So, jetzt klemmen wir hier da mal eben dazwischen. So, hier rüber. Hier dran. Und dann springen wir mal nochmal ganz kurz hier rauf. Machen hier ein bisschen mehr Gas rein. Und dann sollte das laufen. Oh. Mal gespannt. Ha! Läuft! Perfekt! Sehr schön. Gut, dann können wir die Verlängerungskabel gerade abmachen. So. Können die hier gleich hinten drauf schmeißen auf den Schlepper. Machen wir den mal eben beiseite. Und das Gas wegtun. Und packen wir den jetzt wieder hin. Packen jetzt immer hier vorne neben dem Mischstreuer. Gut, ich muss mit dem Auto jetzt glaube ich nicht raus gerade. Weil den EA400 möchte ich dann jetzt hier in die Werkstatt reinfahren. Und den werde ich jetzt erstmal anklemmen. An Ladegerät. Dann stellen wir jetzt hier mal... wie machen wir das? Ach, hier haben wir auch noch das totale Chaos hinterlassen. Wir werden jetzt erstmal den Hoflader kurz wegfahren. Und dann werden wir hier den EA400 reinstellen. So. Und wie gesagt, dann werden wir den mal eben ans Ladegerät hängen. Aber davon müssen wir mal gucken, was wir mit dem Anhänger dahinter machen. Den möchte ich jetzt definitiv nicht unangehängt da vorne stehen lassen. Weil der ist natürlich dann schnell angehängt und weg. Das ist nicht gut. Ja, ich weiß nicht, kriegen wir den hier vorbeigeschoben, hier vor den EM300 dran. Wir probieren es mal eben, ansonsten stellen wir den auch hier mitten in den Hof rein. Ja, ich muss hier definitiv umräumen, aufräumen, das hilft alles nichts. Ja, da kommen wir nicht mehr dran vorbei. Da machen wir jetzt hier die Haube zu und da kommt schon zu klappen, hier raufspringen und ja, Eichelchen fährt. Fährt, sehr schön. Wie gesagt, jetzt probieren wir das mal, ob wir das schaffen mit dem... drüben reindrücken. So. Mit dem Blumentopf mitnehmen. Da meine Frau ist nicht so begeistert. Nope, keine Chance. Ich glaube, da kommen wir nicht dran vorbei. Das hat keinen Wert. Gut, dann... Okay, denn auch so, gut, so weit weg steht jetzt eigentlich auch nicht, wenn er drüben neben dem Pferdeanhänger steht. Aber ich werde jetzt trotzdem mal da drüben... vor dem Pferdeanhänger. Oder hier so schräg davor. Doch ein bisschen weiter weg. Na, das... jemand nicht ganz so einfach den Anhänger mitnehmen kann, ohne dass es jemand merkt. So, wie gesagt, den stellen wir jetzt erstmal hier rein und hängen den da hinten ans Ladegerät dran. Dann haben wir zumindest schon mal eine kleine Aufgabe gelöst. So. Gut, hier können wir stehen lassen. Können wir auch gerade ausmachen. Jetzt hier an, so, und dann hängen wir gleich das Ladegerät hier dran. So, perfekt. Und dann machen wir hinten auch gleich mal das Tor zu. Ja, das ist alles ein bisschen suboptimal, ne, hier insgesamt, wie das Gedöns hier steht. Der Eichel steht hier ein bisschen blöd, das hier steht alles ein bisschen blöd. Müssen wir mal gucken, wie wir das wieder sortiert kriegen. Wird allerhöchste Zeit, dass wir das wieder sortieren, aber ja, genau, der ZT, der hoffe ich, dass der jetzt bald mal abgeholt wird. Den stelle ich jetzt eigentlich, soll ich den wieder unter Dach stellen, weil ne, das dann nicht draußen steht. Puh. Was ein Durcheinander. Was ein Durcheinander. Ja, wir müssen echt gucken. Wir haben hier so langsam... Die Sortierung hier macht auch überhaupt gar keinen Sinn mehr, so wie wir das hier haben mit dem großen Schwader jetzt. Dass der hier so mittendrin vorne reinsteht. Andererseits, immer wenn wir das Mehrwerk brauchen, brauchen wir den Schwader auch. Von da macht es vielleicht doch Sinn,
Die Frage ist nur, wo wir dann den Anhänger rantun, ne? Weil dass der jetzt hier draußen steht, ist auch blöd. Eventuell müssen wir gucken, dass wir den Schwarte hier so weit zur Seite schieben, dass wir den Anhänger noch da eben reinschieben können. Andererseits ist es so, dass wir den Anhänger so selten brauchen, dass eigentlich Blödsinn ist, dass er ganz weit vorne steht. Ne? Das ist zwar ein super Teil, was wir hier haben, aber wir brauchen den wirklich selten. Wenn wir ihn brauchen, dann brauchen wir ihn, ja, um irgendwie eine Palette zu holen oder sonst irgendwas über eBay Kleinanzeigen was holen oder so. Aber es ist wirklich selten. Von daher, der muss eigentlich nicht immer hier vorne drin stehen. Man könnte den auch hier irgendwie zur Seite, wenn man den, das würde eigentlich ganz gut passen, wenn wir es irgendwie den hier um die Ecke kriegen würden. Eventuell müssten wir auch tauschen, ne? Der EM300 steht jetzt hier ganz hinten. Dass wir den EM300 hier direkt an die Wand stellen, weil der ist wesentlich wendiger, den kriegen wir besser um die Ecke. Und dann könnte man den Anhänger könnte man hier reinstellen und ganz nach hinten. Und dann könnte man mal gucken, ne? Ich denke mal, dass die Ballenpresse wieder hier reinkommen sollte, wenn wir sie sauber gemacht haben. Die stand hier ganz gut neben dem Wickler. Und ansonsten denke ich mal, dass dann hier der Schwader vor dem Maverick und so, das steht eigentlich so gar nicht so schlecht da. Das Problem ist halt immer, der Schwader muss man dann rausholen, um ans Maverick ranzukommen, aber andererseits braucht man dann, wenn man mäht, den Schwader generell, ne, ob man Silo macht oder Heu, man braucht immer den Schwader, von daher, wenn ich halt das Maverick hier davor lege, dann kann ich hier zeitlich nicht mehr reinfahren, um hier so irgendwas rauszuholen. Das ist alles nicht so super, dass wir halt so eine Scheune haben mit nur einem Tor. Ich wollte ja schon immer mal irgendwie in irgendeine Form ein zweites Tor reinmachen, aber ja, na, Bauprojekte, Zukunftsprojekte, müssen wir mal gucken, ob wir da noch irgendwann mal irgendwas dran kriegen. Ja, dann werden wir gucken, dass wir den Miststreuer sauber machen, den wir da runterstellen. Ach nee, da haben wir das Problem, da ist noch Mist drin, weil wir ja gesagt haben, wir wollen hier eh auf den Hafer was drauf streuen, aber ich wollte ganz gerne warten, bis die Pflänzchen rausgucken. Irgendwie tut sie da aber nicht so recht was. Das ist auch ein bisschen schade. Ja, generell, wir haben es noch ein bisschen früh im Jahr, aber das Gras steht hier schon wirklich gut für den ersten Heuschnitt. Ne? Jetzt haben wir ja nochmal Silage gemacht, aber um richtig Heu zu machen, steht das eigentlich nicht schlecht da. Wenn dann das Wetter demnächst mitspielt, im Moment ist es noch ein bisschen kalt und bewölkt, aber wenn das Wetter demnächst mitspielt, dann können wir definitiv, dann geht hier Volldampf voraus Heu. Bin ich mal sehr gespannt, dann werden wir in Kombination fahren, ne? Im Johnny mit dem Heckmehrwerk und unserem Keim 25F Trommelmehrwerk in der Front. Das ist eine bisschen lustige Kombi. Sind wir dann ein bisschen langsamer unterwegs als nur mit dem Scheibenmehrwerk, aber wir haben ein bisschen mehr Arbeitsbreite. Ich glaube, das zahlt sich aus. Und ich freue mich natürlich schon riesig drauf, ne? Mit der Wendeschaltung und so zu mähen. Das macht schon Spaß. Ich glaube, das macht sehr viel Spaß, weil gerade beim Mähen muss man ja oft vor und zurück, ne, hat man viel Vorgewende. Und ja, ich glaube, das macht Spaß. Ich freue mich jedenfalls total drauf, auf den ersten Heuschnitt. Ja, schauen wir mal, wie das wird. Aber jetzt müssen wir erstmal das Wetter abwarten, ob das auch was wird mit dem ersten Heuschnitt. Aber vielleicht haben wir dieses Jahr tatsächlich einen frühen Schnitt. Könnte klappen. Wie gesagt, das Gras steht schon gut, jetzt brauchen wir nur ein paar heiße Tage. Und ja, das ist natürlich dann auch mal nicht verkehrt. Na, wenn wir mal letztes Jahr mal so spät dran, wenn wir mal wirklich einen frühen ersten Schnitt machen, dann gibt es wirklich mal noch einen eben hintenher, ne, einen zweiten Schnitt, der dann nicht nur irgendwie zur Silage taugt. Wäre auch mal schön. Ja, ich würde mal sagen, ich habe die Folge ein bisschen verquasselt mal wieder. Deswegen beenden wir die an dieser Stelle. Es ist auch so, falls das nicht aufgefallen ist, ich denke aber mal, dass es aufgefallen ist, dass die Folge in zwei Teilen aufgenommen wurde. Der erste Teil wurde vor einer Woche schon aufgenommen. Ja, und zwar am Montag, ne? Und jetzt haben wir Sonntag, jetzt habe ich den zweiten Teil aufgenommen, ich war die ganze Woche ein bisschen beschäftigt mit Real-Life-Heu machen und ne, die Drumherum-Aufgaben, Scheune aufräumen, Maschinen herrichten, all der ganze Gedönse. Und deswegen war ich nicht so ganz, ne, abends dann auch platt, ne? Es war auch wahnsinnig heiß und irgendwie, ich tue mich mit der Hitze echt schwer. Und ja, dann war ich abends einfach überhaupt spät. Am Abend nicht mehr in der Stimmung, ne, noch eine Folge aufzunehmen, sondern habe gedacht, komm, jetzt in ein Bett und gut ist. Ja, ich bin da irgendwie einfach nicht so ganz. Mir macht das wahnsinnig Spaß mit dem Heumachen, aber ich bin nicht so ganz dafür geschaffen mit der Hitze. Ich wollte mal sagen, ich bedanke mich bei euch fürs Zuschauen. Wir sehen uns dann hoffentlich in der nächsten Folge wieder. Und ja, tut mir leid, dass es so lange gedauert hat, bis wieder eine Folge rausgekommen ist. Dafür gibt es jetzt einige Real-Life-Aufnahmen demnächst dann natürlich in den, ja, mittlerweile ja schon. Obligatorischen Heuvlogs jedenfalls, ne? Gehört sich ja so. So, was ist jetzt hier für eine Wand? Das ist eine Wand. Hä? Hier ist irgendwas, wo ich hängen bleibe. Hier ist was in der Luft. Was ist das? Irgendein Kollisionsteil, das hier. Na gut, ich. Ja, was ich eigentlich sagen wollte, genau. Ne, Heuvlog gibt es ja mittlerweile schon im dritten Jahr, glaube ich. Dritten oder vierten Jahr. Ist ja schon fast ein Muss. Und ja, ich habe viele Aufnahmen. Ich weiß natürlich nicht, wie das am Ende rauskommt. Aber die werde ich dann hoffentlich demnächst auch zusammenschneiden. Und ja, für alle, die die Real-Life-Videos gerne sehen. Na nun, was ist denn hier los?
Ach, das wird von dem Sound, wird das. Ich dachte gerade, hey, was ist das für ein Kreis? Das wird der Radius von dem Sound sein. Ja. Leute, es ist Zeit, die Folge zu beenden. Vielen Dank fürs Zuschauen. Ich, ja, genau. Wünsche euch einen wunderschönen Tag. Bis zum nächsten Mal. Auf Wiedersehen und tschüss.